Menschen. Amen. Komm, bitte. Bitte, Leute. Ich danke. Ja, bitte, Leute, komm. Oh, was ist los? Das ist Köln. So, ja. Wie soll ich anfangen? Frohes neues Jahr. Ja, und das ist schon die erste Pointe des Abends, würde ich sagen, oder? Ja, oder? Natürlich, der Schatten des Rücktritts liegt über dieser Sendung. Ja? Sie haben es alle mitbekommen. Irgendwann ist Schluss, dann ist es Zeit zu gehen. Jürgen Drews hat seine Karriere beendet. Ja, nein, bitte zu Hause. Es geht hier nicht um den König von Mallorca, sondern um Christine Lambrecht, die Insta-Queen vom Bendlerblock. In der Bundeswehr genauso beliebt wie Prince Harry im englischen Königshaus. Ja? Und viele sagen, sie war von Anfang an die Falsche. Und da muss ich sagen, unter uns, wer konnte damit rechnen, dass wir die Bundeswehr noch mal brauchen? Das Konzept für die Bundeswehr hieß doch auslaufen lassen. Wehrpflicht abschaffen, dann schauen, dass die Waffen nicht mehr puffen. Eine Friedensarmee im besten Sinne, wo jeder Gegner direkt sagt, die sind wehrlos. Da greifen wir nicht an. Man liest, Olaf Scholz wusste schon seit 3. Januar vom Rückzug Lambrechts Bescheid. 14 Tage lief der rum und hat einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Und alle so, oh, der Scholz ruft an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So war es doch, oder? Oder wenn der Scholz durch den Gang lief, Vorsicht, der Scholz kommt, alle in Kopierraum. Sie sofort verstehen. Ich finde ein bisschen schade, dass es Boris Pistorius geworden ist und nicht Agnes Strack-Zimmermann. Da, ja, oder? Guck mal. Oh! Der FDP-Ortsverein, der hier einen Ausflug macht heute. Ja, Agnes Strack-Zimmermann, dann hätte Putin die Krim freiwillig zurückgegeben. Ja, und Mangelwirtschaft gibt es ja inzwischen nicht nur in der Bundeswehr. Es gibt sie überall. Man kommt sich manchmal inzwischen vor wie in der DDR. Wenn irgendwo eine Schlange ist, dann stelle ich mich an. Entweder ich kriege am Ende ein Brötchen oder kann pinkeln. Eins von beiden. Auf ein neues Auto wartet man inzwischen länger als auf einen Facharzttermin. Es entsteht schon Tauschwirtschaft. Wenn du mir dein neues Auto gibst, dann kriegst du meinen Termin beim Urologen. Fachkräftemangel, wohin man blickt. Ich hatte neulich den Heizungsableser da, der hat unseren Gasverbrauch an der Temperaturanzeige vom Toaster abgelesen. Selbst die Kölner Stadtverwaltung veröffentlicht neulich einen Hilferuf. Uns fehlen Fachkräfte. Und da dachte ich, ja, und das schon seit 50 Jahren. Bitte. Und dann auch noch Lützerath, diese Klimaschützer, unmöglich. Jetzt fordern die auch noch Klimaziele ein, zu denen sich die Politik beim Pariser Abkommen längst verpflichtet hat. Wie kann man nur so konsequent sein? Wir sind natürlich alle für die Anliegen der Klimaaktivisten, aber bitte nicht so. Am Ende wollen die noch die Welt retten, vor uns. Wobei, ich tue auch was. Ich gehe inzwischen des Öfteren morgens im Berufsverkehr mit gelber Warnweste und einer Tube Sekundenkleber über die Straße an der Fußgängerampel und halte in der Mitte ganz kurz an. Die Blicke der Autofahrer göttlich. Wirklich. Und dann, pass auf. Und dann die Erleichterung, wenn ich auf der anderen Seite angekommen bin. Riesig. Und dann zurücklaufen und sich doch ankleben. Das ist unbezahlbar, wirklich. Das ist unbezahlbar, glaub mir. Die große Frage ist inzwischen, wem schadet Lützerath mehr? Dem Klima oder den Grünen? Den Plot kannst du dir letztlich nicht ausdenken, oder? Eine grüne Umweltministerin und ein grüner Wirtschaftsminister machen einen Deal mit RWE. Die grüne Jugend sitzt derweil im Baumhaus, die von der Polizei geräumt werden. Der Polizeipräsident, ein Grüner. Kein Wunder, dass das Loch in Garzweiler riesig ist. Die Grünen brauchen Platz in ihrem Grab. Ja, Lützerath heißt, um die Gegenwart zu retten, verheizen wir die Zukunft. Oh, ich höre gerade, es gibt Neuigkeiten. Schnell hinüber zur aktuellsten Stunde.
Hier ist der WDR, die aktuellste Stunde, live mit Luisa Lindyhopp und Günther Rumba. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellsten Stunde. Heute mit einem Anlass zu feiern. Ja. Ja. Die aktuelle Stunde im WDR ist 40 Jahre alt geworden. Ja, deshalb trägt Luisa heute auch als Hommage an Frank Plassberg seine alte Rotzbremse. 40 Jahre aktuelle Stunde. Das heißt, Günther war gerade mal 30, als die Sendung anfing. Kommen wir zu den Nachrichten. Ein gewaltiger Skandal erschüttert die bedeutendste Monarchie der Erde. Das Kölner Dreigestirn. Die Schockmeldung. Prinz Harald und Jungfrau Manfreda haben den Karneval und den Bauern verlassen und sich mit ihren Kindern Tünnes, Flöns und Cabernes zurückgezogen, um in einer weit entfernten Kultur ohne Frohsinn ein neues Leben anzufangen. In Dormagen. Beide sagten in einer 100 Millionen Dollar Netflix-Doku, einem Buch und 3000 Interviews, sie wollten sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Dazu gestand Jungfrau Manfreda unter Tränen, sie habe bei Hof immer eine Rolle spielen müssen und sei in Wahrheit weder jung noch Frau. Noch Jungfrau. Es ginge beim Karneval nur um überkommene Rituale, absurde Kostüme und allein die Prinzenproklamation wäre so steif wie die Beerdigung der englischen Königin. Nur mit weniger Witzen. Berlin. Um den Munitionsmangel der Bundeswehr zu beheben, plant das Verteidigungsministerium, die Berliner Silvesterchaoten als eigene Kampfeinheit aufzunehmen. Die sogenannten Böllerbrigaden. Sie haben den Vorteil, dass sie die Munition auf eigene Kosten mitbringen und keinen Wumms mehr brauchen. In einer kurzen Schulung sollen die Feuerwerker ab sofort lernen, dass ihr Feind jetzt Russland heißt und nicht mehr Feuerwehr. Und dass man Raketen nicht aus der Hand abschießt, sondern dafür eine Flasche braucht. Ja, aber für die Aufgabe steht die Frau Lamprecht nicht mehr zur Verfügung. Das sind die Nachrichten von heute. Aber wie geht's morgen weiter? Hier noch für Sie schnell der Vorausblick auf die wichtigsten Ereignisse der nächsten 4 Jahrzehnte. Dann müssen Sie den Kram nicht mehr gucken. 2025, Bundestagswahl. Olaf Scholz wird wieder Kanzler. Absolute Ekstase. Markus Söder schafft es wieder nicht. Karl Lauterbach steigt aus und übernimmt die Heute-Show. 2029, Bundestagswahl. Neue Bundeskanzlerin wird Annalena Baerbock. Markus Söder schafft es wieder nicht. 2030, FIFA-Weltmeisterschaft im Iran. 2038, Klimakonferenz ohne Ergebnis in den Bergen in Zürich. 2042, FIFA-Weltmeisterschaft in Nordkorea. 2049, Bundestagswahl. Neue Bundeskanzler werden Lanz und Precht. Markus Söder schafft es wieder nicht. Er wird darauf von seiner Partei abgesetzt und durch eine Maß Bier ersetzt. Großer Jubel in München. Die CSU hat damit zum ersten Mal einen Vorsitzenden mit brauchbarem Inhalt. 2052, FIFA-Weltmeisterschaft organisiert von Elon Musk auf dem Mond. Der Ball fliegt komisch. Aber die Atmosphäre ist besser als in Katar. 2057, Klimakonferenz ohne Ergebnis in den Tropen in Brasilia. 2058, Klimakonferenz ohne Ergebnis in der Arktis in Grönland. 2063, letzte Klimakonferenz ohne Ergebnis am Atlantik in Duisburg. Das sind die Aussichten auf die nächsten 40 Jahre. Ich würde sagen, bleiben Sie optimistisch. Und wenn Sie mal gar nichts Neues hören wollen, dann schauen Sie Lokalzeit Niederrhein. Ne? Da passiert seit 40 Jahren nichts. Und damit zurück zu Christoph Sieber und den Mitternachtsspitzen. Tschüsschen. Vielen Dank, Luisa, Charlotte Schulz und Philipp Simon. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Es gibt einen neuen Trend, der sich gerade weltweit durchsetzt. Umsturz. Nach dem Sturm aufs Kapitol in den USA drehen jetzt Bolsonaro-Anhänger in Brasilien durch. Und bei uns sind wir ja auch gerade nochmal davon gekommen. Da haben ja, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, Heinrich der 13., Prinz Reuß, der Don Quixote von Main und 50 Anhänger den großen Staatsstreich geplant. Wir haben lange überlegt, ob wir dazu eine Nummer hier bei den Mitternachtsspitzen machen. Ist ja prädestiniert, oder? Entschuldigung, ein 71-Jähriger mit blauem Blut und kruden Fantasien. Typischer Fall von Inzucht. Ja? Oder wie es in der Eifel heißt, Verwandtschaft. Ja? So, der bläst zum Putsch. Ich dachte, Klimbim ist wieder da. Ja? Ja, oder? Das muss ich mir vorstellen.
Eine Richterin am Berliner Landgericht, die bis 2021 für die AfD im Bundestag saß, die sollte Justizministerin werden. Militärchef sollte ein ehemaliger Kommandeur eines Fallschirmjägerbataillons werden. Vorbestraft wegen Unterschlagung und Weitergabe von Waffen aus Beständen der NVA. Die haben bei den Razzien im Reichsbürgermilieu mehr funktionierende Waffen gefunden als in Beständen der Bundeswehr. Ja, den russischen, Achtung, jetzt kommt's, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erklärte Prinz Reuß damit, dass unter den Trümmern des Atomkraftwerks Tschernobyl angeblich Computer von Rockefeller Rothschild versteckt seien, die Putin jetzt hole. Diese muntere Truppe wollte in Deutschland die Herrschaft übernehmen. Und natürlich wollten wir hier eine Nummer dazu machen, aber dann haben wir festgestellt, das glaubt uns keiner. Glauben können Sie mir aber unseren ersten Gast. Hier ist er, Matthias Dretter. Ja, schönen guten Abend und frohes neues Jahr erstmal noch. Ich erhole mich gerade noch von der Adventszeit. 2 Jahre lang herrschte in den Innenstädten Ausnahmezustand wegen Corona, dann wieder wegen Weihnachtsmarkt. Ich glaube, es war der härteste aller Zeiten. Klar, nach 2 Jahren ohne, da wollte wirklich jeder mitfeiern. Typen, die man sonst nie dort sieht. In der einen Hand den Koran, in der anderen den Glühwein. Alle waren dabei. Über der Fußgängerzone hing eine Fuselwolke. Es war besser als passiv rauchen. Ich habe vom Einatmen immer noch Restalkohol. Dazu 40 Holzkohlegrills und 50 Fritteusen. Eine CO2-Bilanz wie die A1. Ich habe mir natürlich gleich umgeschaut, wo ist die letzte Generation? Aber nichts. Auf einen Weihnachtsmarkt trauen Sie sich nicht. Ja, da ist ein anderes Publikum als in der Staatsgalerie. Es ist ja kein Zufall, dass Sie sich für Ihre Streiche immer Kultureinrichtungen aussuchen. Weil Sie ganz genau wissen, dort wehrt sich keiner. Die Gewaltbereitschaft von Bildungsbürgern, also da wäre es im Pflegeheim riskanter. An der Glühweinbude ist das anders. Da stehen überall Punschköpfe. Zumeist auch noch in Gruppen. Die Weihnachtsfeier der Schweißerei Beckenbruch. 13 Männer und Dieter, die Sekretärin. Alle 2,5 Promille und eventorientiert. Und dann kommen Nele und Jasper von Extinction Rebellion und blockieren die Bratwurstausgabe. Ui. Im Museum würde man ihretwegen die Polizei rufen. Auf dem Weihnachtsmarkt nicht. Da kämen dann die Schweißer in Gewahrsam. Ich war ja selber mal Umweltschützer. So nannte man das damals in den 80ern. Das Thema ist ja nun auch schon 50 Jahre alt. Aber jede Generation entdeckt die Klimakatastrophe neu. Und sie denken immer, sie seien die Ersten. So niedlich. Das ist wie mit dem Sex. Sie haben da was gefunden, da ist noch nie jemand draufgekommen. Und jetzt müssen Sie es allen sagen. So war es bei uns auch. Bei manchen erwachte die Libido, bei anderen das Umweltbewusstsein. Selten beides zusammen. Wenn ich mir alte Fotos anschaue, allein die Kleidung, die wir damals trugen. Ach was, Kleidung, Gewänder. Der Weltuntergang stand kurz bevor. Bis dahin wären wir gar nicht an die Geschlechtsteile rangekommen. Und oben drüber immer ein Bundeswehrparker. Jeder Zweite hatte so ein Ding, keine Ahnung mehr warum. Wir waren auch Pazifisten. Und die Bundeswehr galt ja damals noch als Armee. Ich meine, heute, da wäre die Symbolik klar, von uns geht keine Gefahr aus. Aber zu der Zeit, also man hätte auch eine Pickelhaube aufsetzen können. Und ich habe demonstriert, ich war in Arbeitskreisen, wir haben Fahrradkorsos veranstaltet. Dann kam ich aufs Gymnasium, da wurde sogar noch mehr. Wir waren die Ökos, die Jutebeutel, die Baumficker, die Dörrobstlutscher, bestenfalls die Umweltschützer. Heute nennt man das alles Aktivisten. Das war bei uns noch nicht nötig, darauf hinzuweisen, dass wir aktiv sind. Das hat man uns angesehen. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, uns irgendwo festzukleben. Aber wir waren halt auch noch nicht so dick. Die Jugend wird ja immer träger.
Die braucht Widerstandsformen, bei denen man sich nicht bewegen muss. Früher sind Umweltschützer auf Kühltürme gekraxelt, mit den Klopsen von heute undenkbar. Und jetzt kommen sie mir nicht mit Lützerath. Die waren nur deshalb so lange im Tunnel, weil sie nicht mehr konnten. Andere haben sich wegtragen lassen, die faulen Säcke. Die sind so satt, dass sie ihr Essen auf Gemälde schmeißen. Und dazu schreien, Menschen sterben! Das stimmt. Unter anderem deshalb, weil sie keinen Kartoffelbrei haben. Der klebt am Monet. Manche meinen ja, die letzte Generation sei eine neue Klima-RAF. Also bitte, die RAFler waren weitaus cleverer. Die wussten, wenn man sich irgendwo festklebt, ist der Tatort auch der Ort der Festnahme. Und das Bekennerschreiben ist man selbst. Mit Klebstoff rumsauen und mit Essen werfen. Das macht mein einjähriger Sohn auch. Wenn Leute jetzt fragen, Junge oder Mädchen, sage ich immer, nein, ein Aktivist. Kürzlich hat er auf dem Spielplatz einem anderen Kind Sand ins Gesicht geschleudert, weil er sein Spielzeug nicht hergeben wollte. Da habe ich ihm ein Eis gekauft. Gut gemacht, Hermann. Die kleine Klimasau spielt nicht nochmal mit einem Auto. Bald hat er Geburtstag. Und ich weiß auch schon, was er kriegt. Einen Parker. Danke schön. Steffi? Ja? Steffi, hast du dir eigentlich im neuen Jahr schon was vorgenommen? Allerdings. Was denn? 23 Kilo. Was jetzt? Loszuwerden? Hä? Ach so, was vorgenommen, hast du gesagt. Ich hab verstanden, hast du schon was zugenommen. Nein, nein, ich meine gute Vorsätze. Na klar. Und? Also, ich möchte das Kaugummipapier immer gleich in den Mülleimer werfen und gar nicht erst in die Hosentasche stecken. Und was noch? Und Russland besiegen. Steffi, das ist doch unrealistisch. Wieso? Ich hab doch nicht mal eine Hose. Ich meine, Russland besiegen. Im Fernsehen haben sie gesagt, dafür braucht man schwere Waffen. Meinst du, was Leopard und Marder nicht können, schafft das Hausschwein? Was sind denn deine Vorsätze? Also ich möchte flüssiger sprechen und mich nicht mehr so leicht von dir provozieren lassen. Sag mal, warum sollte ich sowas Kleines, Erbärmliches wie dich überhaupt provozieren? Oh, Entschuldigung, es heißt ja provozieren. Steffi, ich explodiere gleich und hinterlasse hier auf Jahrtausende einen unbewohnbaren Krater der Verwüstung. Na wunderbar, dann habe ich ja alles, was ich brauche. Wofür? Um Russland zu besiegen. Steffi, ich wünsche dir ein friedliches neues Jahr. Und ich wünsche mir ein Kaugummi. Happy New Year. Sind wir ehrlich, zum Glück ist doch 2022 vorbei. Wir hatten doch alle die Schnauze voll, oder? Wie zum Beispiel auch dieser 88-jährige Franzose. Haben Sie das gelesen? Ja, der hatte auch die Schnauze voll, wollte das Problem aber scheinbar von der anderen Seite aus angehen. Der wurde nämlich kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus eingeliefert. Mit einer 20 Zentimeter langen Granate aus dem Ersten Weltkrieg im Rektum. Und ich glaube nicht, dass die Alliierten die da vergessen haben. Ja. Wirklich wahr, der hatte eine Granate im Hintern. Na, ich kannte den Begriff Arschbombe bisher auch nur aus dem Schwimmbad. Ja. Aber ich kann ihn verstehen. Ja, irgendwann ist doch auch mal gut. Es reicht doch irgendwann auch mal. Menschen fühlen sich einfach inzwischen von der Welt überfordert.
Ne, an denen nagt so ein innerer Lauterbach. Also überall Probleme. Ne, Wirtschaftskriege, Krieg, Klimawandel, Pandemie und die Renaissance der Arschlöcher. Ne, Leute wie Trump, Bolsonaro und Putin, bei denen die Synapsen im Hirn schneller schmelzen als die Polkappen. Es ist einfach wahnsinnig erschöpfend, diesen kaputten Typen zuzuschauen. Na, plötzlich tauchen wieder so Leute auf wie Silvio Berlusconi, Steigbügelhalter für Postfaschisten mitten in Europa. Berlusconi ist ja für mich persönlich eines der schönsten Exponate aus Gunther von Hagens Körperwelten. Ja. Bitte Sie. Ja, bitte Sie. Der ist doch so dermaßen konserviert, dem tropft das Formaldehyd schon von der Stirn. Ja. Die Bunga-Bunga-Leiche sagt ja, er wäre einer der 5 besten Freunde von Wladimir Putin und möchte jetzt ProSieben Sat.1 kaufen. Super. Ne, statt Joko und Klaas gucken wir dann in Zukunft Silvio und Vladi im Duell um die Welt. Ja. Mit echten Atomwaffen. Und mittwochs läuft TV totalitär. Ja. Da gibt's lustige Clips von der russischen Front, moderiert von Gerhard Schröder. Ja. Kein Wunder, dass die Deutschen laut einer aktuellen Umfrage Angst vor der Zukunft haben. Na, genauer gesagt, die Generation Mitte hat Angst vor der Zukunft. Gemeint sind die 30- bis 59-Jährigen. Ja, die werden tatsächlich Generation Mitte genannt. Ne? Die Deutschen haben ja immer so eine pathologische Sehnsucht nach Mitte. Ne? Das sind die ideologischen Überreste der Merkel-Monarchie. Die Generation Mitte vergisst dabei aber, dass ihr nächster natürlicher Schritt die Generation Ende ist. Also, von dieser Generation Mitte schauen 51% mit Befürchtung in die Zukunft und nur noch 16% mit Hoffnung. Das ist doch erschreckend. Meine Hoffnung liegt bei 40% und wird im Schnapsglas serviert. Aber die Angst vor der Zukunft ist begründet. Denn laut Allensbach-Umfrage hat sich für 59% der Menschen, die sozial benachteiligt sind, die mit weniger Bildungschancen, niedrigem Einkommen und weniger sozialer Teilhabe, für diese 59% hat sich die wirtschaftliche Situation in den letzten Jahren verschlechtert. Gleichzeitig hat sich für 46% der Menschen mit guter Bildung, Einkommen und sozialer Teilhabe die Lage verbessert. Oder kurz gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich geht rasant weiter auseinander. Und was macht Christian Lindner, der alte Scherenschleifer? Schickt Grußbotschaften an Banken. Wenn es den Lindner als Bodylotion geben würde, würde er sich mit sich selbst eincremen. Dieser Typ verhindert nicht nur Steuererhöhungen für Wohlhabende, sondern boxt sogar noch Steuererleichterungen durch. Aber dafür ist ja zukünftig das Containern straffrei. Na prima, vielleicht lindert das ja den Andrang an den Tafeln. So bescheuert es klingt, schimpfen Sie mich Kommunist, Sozialist oder linksgrün versifft, es ist mir wurscht. Wir werden die soziale Ungerechtigkeit und die rasante Verarmung nur durch Umverteilung in den Griff kriegen. Nichts anderes wird helfen, nix, nada. Man kann sich als Demokratie bewusst dagegen entscheiden. Okay, aber dann sollte für die große Mehrheit von uns allen klar sein, früher oder später schmieren auch wir ab. Die Mitte wird verschwinden. Und dafür gibt es dann irgendwo wieder einen Milliardär mehr, der sich aus Langeweile auf den Mond schießen lässt oder Twitter kauft, um Kaiser Nero im World Wide Web zu spielen. Und wie wird die Knete umverteilt? Simpel. Bildungschancen und soziale Teilhabe entscheiden fundamental über das Schicksal eines Menschen. Deshalb brauchen wir ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von 250 Milliarden Euro. Ganz einfach. Dafür könnte der Lindner doch mal Grußbotschaften an Banken einsprechen. Wir brauchen Schulen mit Sozialarbeitern, Psychologen und Lehrern in einem nie dagewesenen Ausmaß. Und dann müssen wir hier auch keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Und bis es soweit ist, gönne ich mir noch 40% Hoffnung aus der Pulle. Genießen Sie den Klimawandel. Philipp Simon! Ja. Danke, Philipp. So, komm, erst mal Prost hier. Auf das neue Jahr. Ich hoffe, alle haben noch ein bisschen Kölsch irgendwie. Ich habe mich hier mal unters Volk gemischt. Ja? Was ist los bei Christian Lindner, Leute? Habt ihr das auch mitbekommen? Hat die Staatsanwaltschaft am Hacken?
Ja, weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Er hat Christian Lindner, du bist der Christian Lindner heute Abend hier. Ja, einer muss es machen. Einer hat die Arschkarte. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du bist der Christian Lindner und du hast dir ein Haus gekauft. Ja, am Stadtrand von Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, für 1,65 Millionen Euro. Ja. Und da hat Jan Fleischhauer im Fokus geschrieben, Achtung, aufgepasst, ein Immobiliengeschäft, wie es jeden Tag in Deutschland vorkommt, nicht weiter berichtenswert. Und das kennen wir doch alle von uns, oder? Wie oft kauft man sich im sozial benachteiligten Hahnwald oder Marienburg, ja, eine Villa für 1,65 Millionen mit so nervigen Nachbarn wie Harald Schmidt oder Olli Pocher? Harald Schmidt ist der Schlimmste, der grillt jeden Tag, wirklich. Da musst du aufpassen, ja. Ja? Ja, selbst im Winter. Ja. Und jetzt 1,5, da sitzt man da und denkt, wo kriege ich das Geld her? Und jetzt hat sich der Christian Lindner an dich erinnert. Du bist die BB-Bank im Badischen. Hol mal die Geldbörse raus, leg sie hier hin, damit wir wissen, wer du bist. Ja. Du hast schon mal Vorträge für die gehalten. Teilweise Gagen bis zu 15.000 Euro. Und das finde ich wirklich einen Skandal. Für 15.000 Euro würde ich nicht mal anreisen. Ja. Aber... er ist in der FDP und brauchte das Geld, wie sagt man so schön. So. Und du hast dann ihm gesagt, komm, weil du der Christian Lindner bist, kriegst eine Grundschuld von 2,35 Millionen Euro, die wird eingetragen auf das Häuschen. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Christian Lindner hat dann mal eine Hausbesichtigung gemacht und hat gemerkt, das Haus ist marode. Ja? Das Dach ist undicht vielleicht. Ja? Oder in der Sauna hat sich ein Frettchen einquartiert. Ein Iltis Kubikis zum Beispiel. Ja? So, ja. Jetzt war da der Christian Lindner schon Finanzminister, hat gedacht, aus dem Staatshaushalt kann ich es nicht nehmen. Und dann, jetzt musst du winken, hat die BB-Bank gewunken und hat gesagt, du, wir haben 100-jähriges Bestehen, dafür hast du dich gut gehalten, finde ich. Ja? Ja, könntest du nicht ein Grußwort sprechen? Und der Christian Lindner hat dann gesagt, die BB-Bank finde ich sehr sympathisch. Und wenige Tage später hat die BB-Bank nochmal 450.000 rübergeschoben. Und das ist ja alles legal, das muss man dazu sagen. Die Frage ist aber, und ist die entscheidende, hätte die BB-Bank das für uns alle gemacht? Frag nachher ihn mal, ob er es gemacht hätte. Ja? Aber was lernen wir am Ende daraus? Was das BB in BB-Bank wirklich bedeutet, nämlich Boris Becker. Und wenn man auf die Finanztipps von Boris Becker baut... dann führt der Weg nicht in die Villa, sondern ganz woanders hin. Vorsicht, Christian Lindner. Ich danke euch soweit schon mal. So. Prost, Prost. Ja, vergesst es nicht. So, pass auf. Zurück zu Christine Lambrecht, die musste am Ende zurücktreten wegen eines missglückten Silvestervideos. Ja, und wenn man sich in den sozialen Medien bewegt, da kann man viel falsch machen. Deshalb hier unsere neue Rubrik bei den Mitternachtsspitzen mit Luisa Charlotte Schulz. Was gibt's Neues im Netz? Und damit sind keine Tipps für Angler gemeint. Viel Spaß. Na, ihr coolen Racker da draußen. Du hast keinen Bock mehr auf deinen anstrengenden Job in einer anstrengenden Regierung, in einer fucking anstrengenden Zeit. Dann ruinier dir doch einfach dein Image. Ich zeig euch, wie es geht. Ein frisches Willkommen zur Shitstorm Masterclass. Christine Lambrecht hat es uns vorgemacht. Sie ist das, was bei Google erscheint, wenn man das Wort Cringe eingibt. Für alle Boomer, Google ist der Brockhaus des Internets. Extra für euch habe ich die 5 besten Tipps vorbereitet, damit man als Politikerin schnell den wohlverdienten Vorstandsposten in der freien Wirtschaft bekommt. Und schon geht's los. Nummer 1. Scheiß Tonqualität deiner Videos. Das hat Frau Lambrecht schon mal ganz passabel gemacht. Aber Leute, das geht noch viel, viel besser. Nehmt euch einfach... ein paar Hilfsmittel zur Hand. Ja, so ist es schön scheiße. Yes! So, nun haben wir die ideale Geräuschkulisse für das Verkünden von völligem Bullshit. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Schleim dich ein bei deiner Wählerschaft. Zeig dich mit süßen Tieren. Gerade für ältere Politiker ganz wichtig. Aber Vorsicht, nicht übertreiben. Das führt schnell zum Image-Schaden fürs Einhorn. Deshalb Tipp Nummer 3. Zeig dich nur mit Tieren im eigenen Darm.
Wobei, der will ja keinen Job in Berlin loswerden, der will erst gar keinen bekommen, die Wurst. Zeige der ganzen Veggie-Mafia da draußen den Mittelfinger. So yummy und praktisch zugleich. Next one. Tipp Nummer 4. Einfach laufen lassen. Also nicht untenrum, sondern obenrum. Informiere dich auf gar keinen Fall. Äußere dich im Internet einfach nach Gefühl. Hier zum Beispiel gratuliert Heiko Maas der Bundeswehr zum 65. Geburtstag und zeigt ein Bild, in dem er einem Soldaten die Hand gibt. Einem belgischen Soldaten. Sehr gute Vorlage, aber da geht doch noch was. Warum nicht darunter schreiben, willkommen heim ins Reich Belgien? Das gibt einen schicken Shitstorm mit allem drum und dran. Und zum Schluss noch der letzte und wichtigste Punkt Nummer 5, um den idealen Shitstorm zu erhalten. Sei einfach Friedrich Merz. Und jetzt zurück zum Jugendsender WDR. Peace out and over, ihr kleinen Paschas. Vielen Dank, Luisa Charlotte Schulz. Ja. So, heute mal eine ganz wichtige Frage. Wie wollen Sie alt werden? Und viele werden sagen, 100 werden und dann mit 101 einen Marathon laufen und im Ziel umkippen. Passt. Das ist aber, wie soll ich es jetzt mal sagen, nicht realistisch. Viele von uns werden Hilfe benötigen und zwar bei allem. Und wenn man sich den Pflegenotstand anschaut, müsste es heißen, wollen wir im Alter überhaupt noch leben? Also rein in den Mai 2020. Bundeswehreinsatz im bayerischen Schliersee. 45 Soldaten müssen anrücken. Was ist passiert? Hat Putin das Kurhaus besetzt? Der letzte funktionierende Marderpanzer ist entdeckt worden. Schlägerei beim wöchentlichen Tanzcafé. Nein, ein Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz in Schliersee. Ja? Ganz schlimmer Ausbruch. Ein Bundeswehreinsatz im Innern muss helfen, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Was sie vorfinden, ist verheerend. Verwahrloste und unterernährte Bewohnerinnen und Bewohner. Menschen, die über Jahre vernachlässigt wurden. Bewohner mit unbehandelten Wunden. Ja, Menschen liegen in den eigenen Exkrementen seit Tagen. Ein Bewohner hat nur noch einen Body Mass Index von 15,9. Das ist der gesunde Body Mass Index eines 8-jährigen Mädchens. Von 65 Mitarbeitenden sind nur 30 im Dienst und die sprechen kaum Deutsch und sind mit der Situation völlig überfordert. Die Soldaten und Soldatinnen desinfizieren Zimmer, entsorgen Müll, ja, die schon im Flur sich türmen. Sie tragen 40 Kilo abgelaufene Lebensmittel und tote Mäuse aus der Küche. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in 17 ungeklärten Todesfällen und Körperverletzungen in 88 Fällen. Weder die Heimaufsicht noch das zuständige Landratsamt schließen die Einrichtung. Erst 1,5 Jahre später wird das Heim geschlossen. Ich weiß, das Ganze ist schwer erträglich, ja? Aber wir müssen da durch, weil vieles ungewiss ist. Aber eins ist sicher, wir werden alle mal alt und wir können alle in so eine Situation kommen. Wie sehen die Fakten aus? Fast 5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Tendenz steigend. 6 Millionen Menschen werden 2030 auf Pflege angewiesen sein. In 12 Jahren werden in Deutschland 20 Millionen Menschen über 67 leben. 20 Millionen? Über 67? Das ist ja so alt, wie der Sieber jetzt ist. Das ist noch älter. Oh weia. Ich weiß nicht, wie fit ich in 12 Jahren bin. Aber eins weiß ich sicher. So will ich nicht leben. Das sind Menschen, die haben Kinder großgezogen. Die haben dieses Land mit aufgebaut, um am Ende ihren eigenen Exkrementen liegend vergessen zu werden. Wo ist der Aufschrei der Massen? Seit über 30 Jahren liegen alte, pflegebedürftige, kranke, hilflose Menschen in ihren Ausscheidungen, weil Pflegekräfte keine Zeit haben, sich darum zu kümmern. Ja, seit 30 Jahren gibt es Menschenrechtsverletzungen, Körperverletzungen und unterlassene Hilfeleistung. Täglich, mitten unter uns. Seit 30 Jahren reden wir vom Pflegenotstand. Seit 30 Jahren gibt es Reformen von Ulla Schmidt, Philipp Rösler, Daniel Bahr, Jens Spahn. Da kommen hier im Saal Gefühle auf. Und jetzt auch noch Karl Lauterbach. Ja. Aber nichts ändert sich. Warum? Es gibt bis heute nicht mal einen bundesweit einheitlichen Personalschlüssel. Die Politik, die liefert in der Pflege nicht.
Das ist so, als ob bei einer Flut 80.000 Sandsäcke gefordert werden und die Politik sichert 8.000 Sandsäcke zu und liefert am Ende 8. Und wenn das Wasser alles überflutet, sagen sie, wir haben doch geliefert. Wie konnte das passieren? Und gleichzeitig boomt der Markt für Pflegeeinrichtungen. Aus der ganzen Welt fließt Geld in deutsche Altenheime, die zuverlässig Renditen von 4-5% abwerfen. Gesamtumsatz fast 50 Milliarden Euro. Trotz Personalmangels in den existierenden Einrichtungen entstehen derzeit 500 neue Pflegeheime in Deutschland. Mit dem Elend alter Menschen auf dem Rücken von Pflegekräften lässt sich einfach sehr viel Geld verdienen. Steffi, warum sind wir da noch nicht eingestiegen? Weil wir Schweine sind und keine Menschen. Und der ganze Schlamassel geht noch weiter. Das System zwingt Pflegende dazu, Dienstleistungen zu dokumentieren, die sie gar nicht erbracht haben. Weil sie oft vor der Wahl stellen, soll ich die Dienstleistung erbringen, also waschen, Wunden pflegen, zu trinken geben, oder dokumentiere ich das Ganze? Für beides ist ganz oft keine Zeit. Stellt euch bloß mal vor, dass das, was man mit den Alten macht, würde man mit Kindern in Kitas machen. Kinder, die sediert werden, damit sie nicht auf dem Gang rumrennen. Kinder, die ans Bett gefesselt werden, weil sie schlecht schlafen und den Ablauf stören. Kinder, die mit einer Sonde ernährt werden, weil das mit dem Brei reinlöffeln einfach zu lange dauert. Dass sie alleingelassen werden, dass sie niemand mehr in den Arm nimmt, weil dafür keiner Zeit hat. Und das ist noch nicht mal der größte Skandal. Es ist ein System, bei dem es drauf ankommt, die Bewohner immer weiter einzuschränken. Die sollen möglichst hilflos werden und Dinge verlernen, weil das eine höhere Pflegestufe bringt und damit mehr Geld in die Betten pflegen. Nennt sich das Prinzip. Ein würdeloses und menschenverachtendes Prinzip. Also Steffi, wenn ich mal alt bin, dann wirst du mich doch zu Hause pflegen, oder? Nein, das übernimmt der Herr Schmidtke. Herr Schmidtke? Wer ist das? Ist das ein netter Altenpfleger? Nein, der Metzger. Warum? Aber schneiden trotzdem so viele Heime mit Gut ab, obwohl doch so gravierende Mängel vorherrschen. Weil man sich auf einen Kompromiss von 82 Kriterien geeinigt hat, die ein Haus erfüllen muss, dabei aber die Alten so gut wie keine Rolle spielen. Man kann den Mangel in einem Bereich durch Bestnoten im anderen Bereich wieder ausgleichen. Wie früher in der Schule, kennen wir doch alle, oder? In Mathe eine Niete, aber mit Sport konnte man das irgendwie ausgleichen. Die Leute liegen in den eigenen Exkrementen. Aber das macht nichts aus, weil es zum Mittag ja frische Himbeeren gab. Stellen Sie sich mal vor, der TÜV für Autos wird so handeln. Hey, die Bremsen funktionieren nur mäßig, aber das geile Radio, das macht das wieder wett. Konkret sieht die Realität so aus. Ja, in Schliersee wurden systematisch gefälschte Dienstpläne vorgelegt. Ja. In Schliersee tauchen an manchen Tagen Pflegekräfte auf in den Dienstplänen, die gleichzeitig irgendwo anders auf einer Fortbildung waren. Auch eine Pflegekraft, die Anfang Mai verstorben war, tauchte im Laufe des Monats immer wieder in den Dienstplänen auf. Laut Gesetz soll mindestens die Hälfte der Beschäftigten über eine 3-jährige Ausbildung verfügen. In Schliersee waren es nur 5 von 65 Mitarbeitenden. Bei den jährlichen Kontrollen durch die Heimaufsicht sind diese Unregelmäßigkeiten keinem aufgefallen. Ja? So. Die inakzeptablen Zustände in der Pflege sind nicht die Ausnahme, die sind die Regel. Jeder weiß Bescheid und trotzdem tut keiner was. Wissen Sie, was mir ein Pflegeexperte gesagt hat auf die Frage, wie man denn ein gutes Pflegeheim erkennt? Man kriegt dort keinen Platz. Herr Lauterbach, Sie sind am Zug. Danke. Vielen Dank. Und Sie merken es an der Stimmung hier im Saal, der Karneval steht vor der Tür. Und jetzt kommt ein Mann zu uns, der aus der Karnevalshochburg schlechthin kommt, aus Neuss. Viel Spaß mit Benaissa Lamrubal. Danke. Dankeschön. Also, frohes 2023. Es gibt was zu feiern, und zwar 60 Jahre Gastarbeiteranwerbeabkommen mit Marokko. Also, diejenigen von Ihnen, die sich ein bisschen auskennen, denken sich wahrscheinlich, war das nicht schon vorletztes Jahr? Nein, das war das mit der Türkei. Ich spreche von Marokko. Das ist dieses berühmte Fußballland in Nordafrika.
Ich liebe dieses neue Image. Aber gut, kann man durchaus verwechseln, Türkei, Marokko. Ich lande immer in dieser Türkei-Schublade, schon mein ganzes Leben. In der Schule, meine Klassenlehrerin immer zu mir so, Benaysa, Murat ist auch aus der Türkei. Möchtest du nicht mal mit ihm sprechen? Ich so, ich bin aus Marokko. Ja, so unterschiedlich ist das ja auch nicht, ne? Ihr sprecht doch beide hier Dings, dieses Muslimisch. Sag mal was auf Muslimisch, Murat versteht das bestimmt. Er ist auch Muslimiker. Nein, in der Türkei wird Türkisch gesprochen. Und in Marokko nicht Französisch. Das haben die Besetzer gesprochen. Aber kann man durchaus verwechseln, ja. Aber irgendwie auch nicht. Weil, wenn man sich das mal ganz genau anschaut, wie weit ist Marokko eigentlich von der Türkei entfernt? Luftlinie 3500 Kilometer. Wissen Sie, wie weit Deutschland von der Türkei entfernt ist? Luftlinie 2000 Kilometer. Sie sind eher Türken als wir. Sie sind viel näher dran. Sie sind viel näher dran und sie haben Wörter mit Ö und Ü im Alphabet. In Marokko gibt es keine Umlaute. Aber Gastarbeiter, gut. Gastarbeiter, erstmal dieser Begriff Gastarbeiter, was ist das? Das sind so zwei Sachen, die irgendwie nicht zusammengehören. Das ist sowas wie Fußgängerfahrer. Nicht, dass das nicht geht, aber es ist zum Scheitern verurteilt. Fußgängerfahrer kennen Sie alle. Die sind mit so E-Scootern auf der Straße unterwegs, lassen sich ganz schlecht in den Verkehr integrieren, am liebsten alle abschieben. Aber mein Vater kam in den 60er Jahren nach Deutschland, um in Deutschland einen Job zu machen in einer Chemiefabrik, auf den kein Deutscher Bock hatte. Zusammen mit vielen anderen Marokkanern und Türken, die auf Deutschland eigentlich keinen Bock hatten. Aber es sollte eigentlich nur vorübergehend sein. 5 Jahre vielleicht. Dann kamen die Ehefrauen nach. Plötzlich wurden 5 Kinder in Deutschland geboren. Und ehe man sich versieht, vergehen 60 Jahre und man lebt immer noch im Gästezimmer von Deutschland. Oder eher im Garten, so nicht wirklich im Haus. Ich finde das irgendwie traurig. Ich habe meinen Vater irgendwann angerufen und mit ihm gesprochen. So. Und mein Vater hat mir auch von früher erzählt, er hat sehr viel Fremdenhass in Deutschland erlebt. Das Häufigste, was zu ihm gesagt wurde, war, dann gehen Sie doch dahin, wo Sie hergekommen sind. Mein Vaters Antwort war immer super, ja, gehe ich, aber 5 Kinder bleiben hier. Schlechter Tausch. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen schlecht, weil mein Vater lebt mittlerweile tatsächlich in Marokko. Er ist Rentner, er lebt in Marokko. Ich habe neulich mit ihm telefoniert. Dann habe ich ihm gesagt, Mama, es ist irgendwie traurig, dass du und Deutschland, dass ihr euch nie wirklich näher gekommen seid. Ihr habt so viel Zeit miteinander verbracht. Du weißt eigentlich relativ wenig über Deutschland. Deutschland weiß sehr wenig über dich. Möchtest du daran nichts ändern? Dann hat er sich vorgenommen, einen Brief zu schreiben an Deutschland. Er hat mir diesen Brief geschickt. Zum Korrekturlesen. Ich will ihn allerdings nicht korrigieren, weil es dann nicht mehr nach meinem Vater klingt. Ich habe ihn aber mitgebracht, ich möchte Ihnen den vorlesen. Das ist der Brief meines Vaters an Deutschland zum 60-jährigen Gastarbeiter-Anwerbeabkommen. Also, hallo Deutschland. Wie geht's, altes Haus? Lang nicht mehr gesehen. War echt schön bei euch. Wetter und Essen nicht so gut, aber dafür Arbeit immer gut. Nach 50 Jahren harter Arbeit, ich habe endlich geschafft, ein Haus in Marokko zu bauen. Hier ist auch schön. Wetter und Essen immer gut. Aber Arbeit nicht so gut. Deswegen, Haus ist noch nicht ganz fertig. Muss noch viel gemacht werden. Aber langsam, langsam. Viel ist schon fertig. Kommen Sie mich gerne besuchen. Seien Sie mein Gast. Sie können Fliesen legen. Oder Dachdecken. Vielleicht auch Toilette sauber machen, weil keiner hat Bock. Sie können in meinen Garten schlafen. Ich habe da Zelt gebaut für Sie. Da sind auch andere Gäste aus Holland und Frankreich. Sie können mit denen europäisch sprechen. Aber bitte nicht in Haus reinkommen. Und wenn Arbeit fertig ist und Haus gut aussieht, müssen Sie leider wieder gehen, weil 5 Kinder wollen noch einziehen. Danke für Arbeit. Danke für Gastfreundschaft. PS. Ich bin kein Türke, mein Name ist Benaysa Lamobay. Danke. Danke, 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 danke schön.
dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ach, nachdem lange die Rede davon war, wie wichtig Kinder sind, baue ich heute mal ein Kinderkrankenhaus. Da brauche ich viele Pflegerinnen und Pfleger, die sich um die kleinen Kinder kümmern können. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hallo Bert. Hallo Ernie. Na, was machst du denn da? Ich baue ein Krankenhaus für Kinder mit einer Notaufnahme, in der man nicht 8 Stunden warten muss. Prima, Bert, das ist ganz toll. Und guck mal, ich habe hier 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt. Oh, sind das neue Schulden? Nein, Bert, das ist Sondervermögen. Und wo ist da der Unterschied, Ernie? Sondervermögen sind Schulden? Nein, doch. Sondervermögen sind Schulden, die jetzt Sondervermögen heißen. Ah, es Ernie, ist aber auch schwer. Das klingt logisch. Dann gib das Geld mal her, dann können wir im Kinderkrankenhaus noch eine Spielecke reinbauen. Sehr, sehr gerne, Bert. Nur... Was, Ernie? Wir brauchen das Geld leider für die Bundeswehr. Der geht's sehr, sehr schlecht. Wie schade, Ernie. Dann verzichten wir halt auf die Spielecke. Bert... Ja, Ernie? Der Bundeswehr geht es sehr, 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 sehr schlecht. Schade, Ernie. Dann verzichten wir halt auf das Pflegepersonal. Du, Bert? Ja, Ernie? Die Soldaten brauchen auch noch warme Unterwäsche. Schade, Ernie. Dann lassen wir das halt mit dem Krankenhaus. Dann bauen wir wenigstens den Schulen, die schon da sind, ein neues Dach, damit die Kinder nicht mehr krank werden. Das ist sehr, sehr gut, Bert. Du, Bert? Was, Ernie? Wir brauchen auch noch Geld für die Energiepreisbremse. Mm. Und die Autofahrer müssen auch noch entlastet werden. Mm. Dann lassen wir das mit den Schulen und bauen wenigstens noch ein paar Kitas, damit die Kleinsten der Kleinen versorgt sind. Das ist sehr gut, Bert. Hm? Du, Bert? Was ist denn, Ernie? Das Geld ist alle. Hm. Du, Ernie, wo war das Geld eigentlich her? Na das haben wir uns doch von unseren Kindern geliehen. Ach, Menno! Und was ist mit uns? Genau! Hätten wir euch heute erwartet, hätten wir Knete da. Hätten wir Knete da. Knete da. Heute erwartet, hätten wir Knete da. Alles weg, alles weg, alles weg. Und hier ist unser nächster Gast. Hier ist die wunderbare Tina Teubner. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich heute für Sie hier sein muss. Ja, das war ein bisschen die falsche Begründung, das habe ich selber gemerkt. Aber was hatte ich stattdessen tun können? Ja, ich hätte natürlich rauskommen können und so ein bisschen interaktiver mit Ihnen so. Hey Köln, super, ich freue mich, wie geht's euch? Ja, da hätten Sie, gut, das hatte ich befürchtet, ja. Jetzt denke ich direkt, die haben doch einen an der Waffel, ja. Also was ist denn das für ein Publikum? Wie kann es denen gerade gut gehen? Sitzen die seit Jürgen Beckers erster Sendung oder was? Stehen die unter Denkmalschutz? Kriege, Hunger, Dürre, Pandemien, Klimawandel, ja. Aber es hätte noch immer gut gegangen, ja. Da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Wenn sie jetzt stattdessen geweint hätten und gesagt hätten, du Tina, frag mich nicht, ich kann das alles gar nicht mehr aushalten. Ich gucke auf die Welt und dann gucke ich auf die Kinder. Ja, ich könnte nur noch heulen. Ja, da hätte ich wahrscheinlich gedacht, jetzt reiß dich mal am Riemen, heb dir die Tränen auf für dann, wenn es angezeigt ist. Wir leben doch noch immer auf einer Insel der Glückseligkeit. Na, abgesehen davon, erst mal die Kinder in die Welt poppen und denen dann was vorheulen, das ist eine ganz tolle Kombi. Dann kriegen die lieben Kinder noch nicht mal ein warmes Mittagessen. Geschweige denn so einen angemessenen Funken Zuversicht. Ja, Zuversicht, Freude, Euphorie. Wo ist das eigentlich alles geblieben? Gerade so kurz nach Silvester. Früher hat uns doch die Neujahrseuphorie mindestens bis Mitte März getragen. Wir hatten Pläne, wir hatten Träume. Und wer keine Träume hatte, ja, Herrgott, der hat Diät gemacht.
Ja, Diät ging immer. Wir sahen uns in unschuldigen Sommern mit Bikini-Figur am Strand liegen. Dann wurde gehungert und schon hatte das Jahr eine Struktur. Das ging aber schon am 1. Januar los mit so einem Joghurt, so weiß, so mit nix, so ohne Zucker. Wie der schon guckte. Einer von uns beiden ist fettlos, du bist es nicht. Ja, sie lachen, aber dann hatte man sein Feindbild. Und das war dieser scheiß protestantische Streberjoghurt und nicht so ein Atom-Putin. Scheiß Putin, ey, kann er nicht mal eine Ausbildung zur Yogalehrerin machen? Es ist alles so unübersichtlich. Wenn ich heute noch mal Übersichtlichkeit möchte, dann kann ich nur noch Rosamunde Pilcher gucken. Und Rosamunde Pilcher, das wissen Sie so gut wie ich, verhält sich zur realen Welt in etwa so wie die Teletubbies zu den Taliban. Die Welt hat ihre Bedienungsanleitung verlegt. Ich weiß oft überhaupt nicht mehr, was ich glauben, finden, fühlen soll. Ich habe zu unheimlich vielen Themen überhaupt keine Meinung mehr. Waffenlieferungen zum Beispiel. Wie kann man eigentlich für Waffenlieferungen sein? In dem Wissen, dass es den Krieg definitiv verlängert. Zigtausende Tote, Söhne, Geliebte, Väter. Ey, wie kann man denn dafür sein? Aber wie kann man denn bitte schön dagegen sein? Stellen Sie mal vor, Sie kennen jemanden, Sie haben den sogar lieb. Der sitzt zusammengekaut in der Ecke, panisch vor Angst und sagt, du musst mir helfen, die kommen mit Bomben. Dann gehen Sie hin und sagen, es gibt keine Waffen, wir wollen unsere Konflikte mit Worten lösen. Ja, dann kannst du nur noch in die Fresse, ja? Oder Afghanistan. Wie kann man das richtig finden, dass diese Hilfsorganisationen abziehen? Die sterben doch sowieso schon wie die Fliegen. Aber wie kann man denn dagegen sein und hinnehmen, dass man Frauen wie Dreck behandelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie man hier eine ordentliche Begrüßung hinkriegt. Jetzt müsste ich langsam mal gucken, dass ich eine formvollendete Verabschiedung auf die Reihe kriege. Ich würde Ihnen so gerne irgendwas mitgeben. Irgendwas, was Sie so... Vielleicht das. Wir reden ja immer von Systemen, die sich verändern müssen. Das ist ja auch richtig. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Diesen Systemen stehen immer noch Menschen vor. Leider schaffen es nicht immer die Nettesten an die Spitze, sondern in der Regel die allergrößten Arschlöcher. Wenn wir Glück haben, mit bisschen Pech, lupenreine Psychopathen. Das ist im Übrigen eine Erklärung dafür, warum sich bislang auch ziemlich geile politische Visionen nicht durchgesetzt haben. Am Ende haben das Menschen verhindert. Das System gibt es nicht. Es gibt Menschen. Und Menschen sind zu allem fähig, aber eben auch hierzu. Thorsten? Ja? Thorsten, also ich muss schon sagen, ich hätte mich sehr über ein schönes Weihnachtsgeschenk von dir gefreut. Ich hatte dir doch eins geschickt, das ist aber nicht angekommen. Oh Mann, ey, typisch Post. Weißt du, was im letzten Jahr von 15.000 auf 43.000 gestiegen ist? Der Centpreis für einen Standardbrief? Nein, die Beschwerden über die Deutsche Post, die bei der Bundesnetzagentur eingegangen sind. Immerhin sind sie eingegangen. Ja, aber die Post sagt auch, sie konnten viele Sendungen nicht zustellen im letzten Jahr, weil so viele Mitarbeiter krank waren. Was hatten die denn? Oh, vermutlich Post-Covid. Steffi, die Zusteller, die können da nichts dafür. Die arbeiten unter totalem Druck. Aber es wurde auch so viel Personal abgebaut wegen der Rendite. Also hätte ich nicht so kurze Arme, ich würde helfen und auch Pakete austragen. Du, meine Beine waren auch mal länger. Aber ich habe die mir am Postschalter in den Bauch gestanden. Steffi, auf dem Land wären viele froh, wenn es überhaupt eine Postfiliale gäbe. Also bei mir klappt die Zustellung immer ganz normal. Der Paketbote klingelt an der Tür, ich mache auf und er gibt mir dann immer so einen Zettel in die Hand, auf dem steht, dass ich nicht zu Hause bin. Und dass ich dann das Paket am nächsten Tag in der Filiale abholen kann.
Ja, aber mein Paket ist nicht angekommen. Nein. Du, dann schau mal im Treppenhaus. Manchmal schmeißen sie es da hin. Bei uns im Treppenhaus steht nur ein Mülleimer. Aber stimmt, da ist dein Geschenk jetzt drin. Hä? Du hast doch gesagt, du hast mein Weihnachtsgeschenk gar nicht erhalten. Doch, erhalten habe ich's. Ich habe nur gesagt, es ist nicht angekommen. Fuck, der Sozi. Ach. Was machst du denn da? Frühsport. Das kennt ihr von der FDP nicht, hä? Ja, gestern war Neujahrsempfang beim Kanzler und ich sage, jetzt geht's hier los, die Zeitenwende. Ja, kannst du es dann bitte auch so wie der Scholz machen? Wie denn? Einfach die Fresse halten. Mann, du hast dich gestern aber auch schwer abgeschossen, Alter. Es ist ja auch zum Heulen. Ich meine, wir von der FDP haben alles durchgekriegt. Es gibt kein Tempolimit, keine Steuererhöhung. Und vor allen Dingen die Atomkraftwerke laufen auch noch weiter. Und der Kubicki darf weiter im Keller vom Bundestag Bier brauen. Keiner dankt uns das. Ja doch, wir Sozialdemokraten. Endlich sind wir nicht mehr die Deppen der Nation. Wie seid ihr eigentlich auf den bescheuerten Slogan gekommen? FDP. Die Zukunft glaubt an uns. Ganz einfach, weil uns den Spruch FDP, die Gegenwart glaubt an uns, keiner abkauft. Boah, keine Ahnung, was wir gestern gesoffen haben, aber es hatte deutlich doppelt so viel Prozent wie die FDP. Sag mal, was macht denn die grüne Kröte hier im Zimmer? Entschuldigung? Nachdem du sie gestern beim Bierpong besiegt hast, kann sie sich nicht mehr auf die Straße trauen. Wieso? Die Grünen haben gestern Abend dem Fracking zugestimmt. Was? Im Garten von Robert Habeck. Mir wird schlecht. Da ist ein Pony im Bad. Nee, das ist Toni Hofreiter. Der hat sich aus Protest gegen die Räumung von Lützerath auf der Kloschüssel festgeklebt. Oh, Scheiß auf Lützerath, das war eh schon verloren. Ja, aber das mit der Rodung des Hambacher Forstes, das war schon ein Riesenzugeständnis. Was? Warum habe ich da zugestimmt? Weil wir vorher mit dem Hofreuter wie bescheuert gekifft haben. Der raucht ja auch nur noch schwarzen Afghanen. Wieso das eigentlich? Seit der Özdemir ihm den Ministerposten weggenommen hat, reagiert er allergisch auf grünen Türken. Und danach habt ihr Grünen zugestimmt, dass der Hambi gerodet wird und da ein schönes, schickes Atomkraftwerk hingebaut wird. Einfach so? Nee, ihr habt da was rausgeholt. Was denn? Die Bundesregierung schickt schwere Waffen in die Ukraine. Leopard 2? Nee, Strack-Zimmermann im Einhornkostüm. Hammer. Warum fehlt mir eigentlich ein Schneidezahn? Tja, du hättest dich halt gestern nicht so wehren dürfen. Wie wehren? Naja, schließlich hast du doch die Wette verloren. Welche Wette? Ja, du wolltest ja nicht glauben, dass der sich an der A100 festklebt. Konnte ja keiner ahnen, dass der Lindner nicht bremst. Und was war mein Wetteinsatz? Schau dir doch mal dein neues Tattoo an. Wie neues Tattoo? Wo? Kleiner Tipp, ist für den Arsch. Ah! Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren die Mitternachtsspitzen. Mit dabei unsere Gäste Matthias Dretter, Tina Teubner und Denise Lamrubal. Vielen Dank dem Team Luisa Charlotte Schulz, Philipp Simon,
Michael Hatzius und die Puppen. Und am Hydraulophon Toni Hebelmann. Wir sehen uns wieder am 4. März. Machen Sie einen Knoten in die Fernbedienung oder einen Post in die Netflix. Tschüss, gute Nacht.